Hallo zusammen, heute machen wir also einen besonderen Tag. Das wird also nicht mit Weber gegrillt, sondern mit einem Campinggas. Und ich will also heute auch zeigen, also dann gute Seiten also von diesem Grill und auch also negative Seiten. Und wir nicht nur klären und zeigen, sondern auch also wir grillen auch also mit. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. So, wir sind heute also bei meinem Bruder, bei Victor. Der hat also dieses Grill also schon also vor eineinhalb Jahren gekauft. Ich habe damals ihm gesagt, also bitte filme auch also dieses Grill, also wie er noch neu aussieht. Aber wir haben extra also keine Video noch gemacht, weil wir wollen zuerst also dieses Grill auch also prüfen. Das ist schon klar, also das ist keine Weber und das ist komplett andere Preisklasse und Qualitätsklasse. Und wird also ungerecht, also wenn wir einen Vergleich mit Weber machen. Und deswegen, also ich will also nur zeigen, also als Einsteigerklasse dieses Gasgrill und was wir gut finden in diesem Grill und auch also negative Sachen. Du hast dieses Grill gekauft. Der war ziemlich günstig für mich. Also dieser Grill kostet jetzt allgemein 550 Euro. Also hast du gesagt, also du hast Prozenten gehabt? Also ja, ich okay. Habe richtig gute Prozente gekriegt. Und vom Platz her, ich habe nur einen Balkon, ich habe keine Terrasse. Mhm. Dreier passt. Wie viel hast du ausgegeben also für ihn? 350 habe ich für ihn bezahlt. 350 Euro. Okay, also im Vergleich also mit Weber, obwohl ich habe gesagt, also mit Weber vergleichen wir nicht. Mhm. Aber 350 Euro also hat zum Beispiel mein Bruder für ihn bezahlt. Ja, und der ist 11,9 kW insgesamt, gell? Also genau. mit Seitentisch zusammen. Und diese Fläche, also wie viel kW hat er? 9,6, 9,2. Mhm. 9,6 kW, drei Brenner hat er, der hat Beleuchtung. Also das sieht also schon ziemlich gut. Also wie ich weiß, also damals, du hast gesagt, also du willst also einen Grill kaufen, welcher so am Balkon also dann passt, gell? Genau. Weil da ist mit Gasgrill, also ist schon gut, also wegen der Nachbarn. Und bei uns ziemlich befahrbare Straße heute, also wegen der Umleitung und deswegen, also Lärm steht, also volle Pulle. Und vom Verbrauch her, also hier steht also zum Beispiel seitlich, also das ist im Stunde also maximal. Also das ist also Seitenbrenner, also und drei Brenner, also alles zusammen, also 830 Gramm pro Stunde. Stimmt das? Also, oder wie ich? Also in der Regel, wie ich grill, ich habe mal die Flasche gewogen. Mhm. Bei mir ist ungefähr 400 bis 450 Gramm verbraucht in der Stunde. Okay, also halbes Liter. Okay, dieses Grill also hat also dann drei Brenner. Drei Brenner und Seitenkocher. Ja. Wie hoch war die Temperatur, ehrlich, aber also wenn du Vollgas gemacht hast, Maximum? Puh, das ist wetterbedingt und bei einem sehr guten Wetter. Mhm. Windstill 280 war maximal. Okay. Und du hast erzählt, also dass da also gibt es eine Schwierigkeit, also wegen der Wind, gell? Genau, hinten ist ein riesen Lufteinlass. Bei Weber zum Beispiel, also der Spalt also ist nicht so groß. Ja, und hier ist ziemlich ist breit, so gell? 5 cm, ja. Ja. Und wenn Wind also von dieser Seite also kommt, also das heißt also, dann bekommst du also Temperatur fast kaum hoch, weil also das wird also alles runter sogar, ja. Wenn es ein bisschen windet. Wie ich sehe, also da, also du hast also da extra also dann Haken gemacht, weil das ist die vom Rösli, also gell? Also ich habe die auch also übrigens. Also das ist sehr sehr gute Zange. Gefällt mir sehr. Nach oben also die machen also dann zu. Und nach unten, also die machen automatisch also auf. So, kann man also richtig schweres Steak zum Beispiel also hochziehen, also und wird nicht gebogen. Ja. Aber problematisch ist also, dass der bei Rösli also zum Beispiel Lochausschnitt ist zu klein. Ja, und übrigens also bei mir am Weber zum Beispiel, die passen auch nicht. Und deswegen also hier bei Campinggas ist auch also die Haken, also ist ziemlich breit sind. Deswegen also Victor hat also solche Haken gemacht, ja. Als Alternative, ja. Und ja, das sieht also schon also ziemlich gut. Ich weiß also damals, also ich war bei dem Arbeit und Victor hat mir also dann Bilder geschickt, also wenn er hat dann ausgepackt und so hat. Ich habe Bilder angeschaut und ich habe gedacht, boah. Der sieht für 350 Euro, also der sieht also richtig geil aus. Ja.
Aber jetzt, also, der ist genau so ein bisschen mehr als ein Jahr. Also steht jetzt auf Terrasse und Abdeckung hast du nicht gehabt, oder? Doch, doch, der ist abgedeckt. Also Abdeckung ist auch dabei. Wie wir sehen, also der hat also richtig schöne blaue Beleuchtung zum Beispiel. Der hat auch also untere Türen. Mache ich da auf. Okay. Und da steht also bei dir, also wie ich sehe, also da ist also ziemlich kleine. Da ist 5 Kilo Flasche, gell? Genau, das ist auch ein sehr großer Nachteil bei dem. Okay. Darf man nicht also dann größere also dann Es reinstellen? geht nur eine Größe mehr, aber die kriegst du fast nirgendwo her bei uns. Also Also mit 8 Kilo also dann. genau, die Okay. 8 Kilogramm Flasche, die gibt es bei uns fast nirgendwo. Die nächstgrößere in unseren Läden überall ist die 11 Kilogramm. Und die 11 Kilogramm kann ich nicht mehr runterstellen. Okay. Ja. Ich kann die zwar machen, der Gasanschluss ist so gemacht, dass ich es nach außen führen kann und neben dran die Flasche abstellen, aber der sieht dann nicht mehr so schön aus. Also das heißt quasi, also darf man schon also größere Flasche hier stehen und Genau, danach also außerhalb. Gasanschluss, also dann hier ist, da ist also schon also ziemlich großer Ausschnitt also seitlich und kann man also dann trotzdem Schlauch also rein, raus und wird wie bei Weber quasi sowas ähnliches, aber Gasflasche wird am Boden also dann stehen. Genau, ja. Ja, okay. Ist dann für alle sichtbar hier am Boden. Schön. Okay, was mir persönlich gefällt, also dass hier also zum Beispiel also da die Gussplatte, Bratplatte, also auf jeden Fall, also das fehlt mir oft. Also da brauchst du also dann nicht also extra eine Pfanne aufstellen, also die Platte ist immer dabei. Ah, die ist auch nicht immer dabei. Die ist nur bei der Also Mikrowelle. bei dieser Version, Genau. also okay, gut. Ja, mir gefällt zum Beispiel, ja. Und da ist also, wie ich sehe, also da ist so also ein GBS-System. Hast du mit Petromax noch nicht probiert, also gell? Nein, Ah, habe ich noch okay. nicht. Da muss man noch ausprobieren. So, also, da ist also auch so Gussrost auf jeden Fall. Und oben, wie wir sehen, wie funktioniert das? Kannst du das zeigen? Ja, das ist ein bisschen unhandlich. Hier muss man zusammendrücken, runter und dann einhängen. Okay. So, Also jetzt gut. läuft er mit. Aber auf jeden Fall, also ja, die ist also auch also dabei. Ja, da kann man zum Beispiel also dann Obst also oder Brötchen also dann drauf machen. Ja, ist ja gut. Aber wie ich sehe, also da ist schon Rost dran, oder? Ja, genau. Da ist schon Rost drauf. Also das heißt also, das Deswegen. ist kein richtiges Edelstahl also dann. Nein, das ist ein beschichteter Stahl normal. Das ist ja das Problem. Nach einem Jahr rostet er schon und Obwohl die Abdeckung Verbrennung, war, also. genau, ja, die Verbrennung kriegst du nicht mehr weg. Aber wenn Okay. du das ein bisschen stärker schrubbst, dann kommt schon so rosane Farbe drunter. Okay. Ja. Und wie ich sehe, also bei dir ist auch also da Florizen zum Beispiel, also sieht auch also nicht so besonders. Obwohl du hast also die richtig geputzt. Was ist das also für mein Material? Wie ich hol Das mal die sind raus. höchstwahrscheinlich auch nur ein Stahl, der Stahlblech also dann. irgendwie ja, beschichtet war. Wie Sie sehen, der rostet auch schon von innen. Außen war das genauso. Ich musste da schon ein bisschen mit Schleifwolle nach, weil es sah schrecklich aus. Und jetzt Ende der Saison kaufe ich mir halt, muss ich irgendwie andere bestellen aus Edelstahl oder. Also die Originalen, die sind nie so gut. Da könnte man was machen. Okay. Alles also, was du brauchst normalerweise, also wenn keine Profi ist also, und zum Beispiel also ein paar Grillwurst, Steak also, oder Natürlich. braten will, also das reicht vollkommen, ja. Das ist ein super Grill. Super Also Grill. der klappert nicht. Das ist nicht so ein Bauhausgrill, der da Genau, also jetzt. der ist ziemlich stabil, ja. Der ist ziemlich stabil, ja. Der ist schon alles durchdacht, der sieht gut aus. Ist ein kleiner Hingucker. Was mir sehr gefällt, dass man die Wanne komplett auseinandernehmen kann und auf eine Spülmaschine reinstellen. Das sind quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Okay. Die gehen alle auseinander, sind alle Teile. Und die kannst du einfach in die Spülmaschine reinstellen und waschen. Das ist sehr Nice. praktisch. Dann fangen wir an also zum Grillen. So, wir haben heute nicht was Besonderes also dann vorgedacht, sondern machen wir also dann Cheeseburger. Und ich habe wieder also dann Burgerbuns genommen, also Link von dieser Buns, also können Sie also dann unter dem Video in der Beschreibung finden. Also, die waren bei mir eingefroren und ich habe jetzt die rausgeholt.
So, dann brauchen wir also dann Rindhackfleisch, also da habe ich also 1,5 Kilo. Dann habe ich noch Rohschinken genommen. Gurken, Tomaten, Cheddar-Käse, Bacon, Zwiebel ist sowieso ja. Und als Soße so dann Tomatenketchup und 1:1, also werde ich das mischen. Und mir persönlich, und kann man das auch also mit Mayonnaise machen, und mir persönlich schmeckt das richtig gut. Also ich habe schon also unterschiedliches probiert. So, und jetzt fangen wir an also mit dem Hackfleisch. Im Hackfleisch also rein machen wir jetzt also dann die Rohschinken zum Beispiel. Die ist schon geschnitten oder gerieben, also wie auch immer. So, machen wir das alles rein. Genau, dann mache ich noch also ein Ei. Auch da rein. So, und dann meine Schwägerin hat mir vorgeschlagen, also dann noch Kräuter dazu zu nehmen. Weil die verwendet also die auch also für Fleischküchle zum Beispiel. Also, und ja, muss man auch also probieren. Das machen wir auch. Ein bisschen rein. Oh, riecht das richtig gut. So, wir haben heute also dann leider keine Waage. Deswegen also müssen wir also dann so ungefähr, dass die alle gleich werden. Also ich schätze, also da ist also circa 180 Gramm, vielleicht so bis 200. So ungefähr. So, mit dem Pilz, also wir sind fertig. Also wir haben jetzt so 8 Stück gemacht. Und die zwei also die Übergröße. Aber da ist zum Beispiel Burgerbunz. Und sehen Sie also, wie groß ist die Fleisch. Ja, und da ist also Minimum 220, 250 Gramm Fleisch. Aber das wird noch also dann alles also zusammenziehen. Und deswegen also, wir brauchen also dann ein richtiges Männer Cheeseburger. So, Tomaten also schneide ich auch also wie möglich dünn. So wie Tomaten und auch also Zwiebel. Und Gurken sind also bei uns schon also geschnitten. Ja, und normalerweise also da ist also schon also ziemlich alles soweit. Ja, Butter haben wir jetzt rausgeholt, also da muss auch also ziemlich warm werden. Wie ich sehe, also, da ist ein Nachteil, also auch, da ist mit Hand zum Beispiel, also kann man nicht also Gitter hochklappen, gell, also, und mit Zangen, wie ich also bei Weber mache, auch nicht. Da muss man unbedingt also dann Handschuhe anziehen. Zeig mal also, wie das funktioniert. Das hier ist brutal heißes, oder man macht es davor, aber kein Mensch macht es. Genau, aber wir brauchen die nachher auch, also dann. Ja. So, jetzt machen wir zu, also und auf eine Seite, also 4 Minuten, also so circa. Dann drehen wir, machen wir salzen, pfeffern und noch 3 Minuten. Und dann normalerweise, also muss schon fertig sein. So, jetzt machen wir also mit dem Brötchen, also zum Beispiel schneiden wir die durch. Genau. Riecht gut. Brötchen machen wir also von beiden Seiten, also dann richtig Butter also dann drauf schmieren. So, temperaturmäßig also bei mir jetzt zeigt also so circa 230 Grad. So, normalerweise muss schon, das schauen wir mal. Oh, sieht gut aus. Jetzt machen wir salzen. So, ist noch 3 Minuten vorbei.
So, und jetzt kommt die größere Jumbo. So, machen wir zu. So, da habe ich also dann 1:1 Ketchup, Mayo und Barbecue-Soße genommen. So, jetzt vermischen das wir alles. Schon das Brötchen dann. Sieht gut aus. Das machen wir mit Bacon. So. Boah, shit. Sowas leider habe ich nicht bei Weber. Muss ich auch also noch dazu kaufen. Da ist richtig schöne Sachen. So, jetzt bei uns ist alles fertig und ehrlich zu sagen, also ich bin richtig begeistert also von diesem Grill. Also obwohl also das ist keine Weber ist, also, aber alles also was da so richtig machen können, also das, der ist schon ziemlich zuverlässig. Also obwohl also manche Sachen also schon verrostet sind, also, aber zum Grillen, also das ist so also eine perfekte Sache. So, jetzt nehmen wir dann unsere Buns und die sind also richtig gut eingebraten. Also obwohl oben, also die sind sehr, sehr weich. Und deswegen, also das gefällt mir, also dass hier so fast die Kruste schon, also, aber ja, dann nehmen wir, oh, das ist Kabel. Großzügig Soße. Legen wir noch Salat drauf. Uah. Schon ziemlich viel. Ja. Also auf jeden Fall, also Cheeseburger bei uns, also ist richtig gut, also geklappt, also das sieht man, also überall, also Pecan, Cheddar-Käse, richtig 250 Gramm, also circa Pets. Und jetzt, also muss man das alles also noch probieren. Burger ist immer Burger, also das schmeckt richtig gut. Ich habe schon also in meinem Video erzählt, also früher, also ich habe gar nicht gemocht, also zum Beispiel also Burger. Aber so wie das aussieht, da kann ich echt ehrlich also nicht Nein sagen. Danke für Zuschauen, tschüss und bis nächstes Mal. Link für dieses Campinggasgrill finden Sie wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Tschüss.